heute bei euch sprechen darf. Super toll hier in Konstanz zu sein. Ja, mein Name ist Volker Quaschling. Ich bin Professor für regenerative Energiesysteme in Berlin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Und ich habe zusammen letztes Jahr mit tollen, netten Kolleginnen und Kollegen die Scientists for Future gegründet. Ja, und ich möchte heute ein bisschen die... Ja, danke. Ich möchte heute ein bisschen die wissenschaftliche Seite dann auch von dem Klimawandel noch ein bisschen erläutern. Und erstmal zeigt uns auch Corona, dass wir ein Problem haben. Wir haben die ganze Zeit geglaubt, wir sind unverwundbar. Nicht, wir können weiter so machen, auf diesem Planeten leben, es verändert sich nichts. Und Corona hat uns gezeigt, dass über Nacht es anders sein kann. Wer erinnert sich denn nicht an die Diskussion über das Schulschwänzen letztes Jahr, als wir Fridays for Future hier ins Leben gerufen hat? Ja, mein Sohn war ein halbes Jahr später komplett zu Hause, ein halbes Schuljahr. Und das konnte man sich gar nicht vorstellen, dass solche Sachen passieren können. Das heißt, wir haben hier Systeme, die kippen können, die in unterschiedliche Problemzonen oder Fälle dann kippen können. Bei Corona haben wir das gesehen, beim Klima wird es noch viel dramatischer sein. Wer heute hinschaut, der sieht die Klimaveränderungen. Man muss sich ja nur den Wald anschauen. Dramatischer Zustand, wenn man mit den Förstern redet, sagen die, wir werden die Hälfte des Waldes in Deutschland verlieren, wenn es einfach so weitergeht. Und wir haben auch gar keine Idee momentan wirklich, wie es dort weitergeht. Wir haben die Rekorddürren. Wir hatten die ersten Dörfer hier dieses Jahr in Deutschland, wo das Trinkwasser abgestellt wurde, weil es nicht mehr gereicht hat. Wir haben Rekordtemperaturen, die auftreten und das Ganze wird schlimmer. Und nun denken viele Leute, naja, das ist ja okay, wenn es halt einfach doppelt so warm wird, muss ich doppelt so häufig gießen. Und das ist der Unterschied, dass wir hier einen nichtlinearen Zusammenhang haben. Das heißt, dass es Kipppunkte gibt, ähnlich wie bei Corona. Das heißt, die Corona-Fälle momentan, deswegen gibt es ja auch sehr viele Leute auch in Berlin, die auf die Straße gehen und meinen, naja, das ist ja gar nicht so schlimm. Wenn es doppelt so viele Corona-Fälle gibt, können wir damit zurechtkommen. Nein, wir können irgendwann nicht mehr damit zurechtkommen, weil die Gesundheitssysteme überlastet werden. Das heißt, wir haben dann das Problem, im Krankenhaus kann man sich nicht mehr versorgen. Irgendwann ist dann der Blinddarm, Durchbruch oder sowas, ein tödliches Urteil, weil die Leute vom Krankenhaus nicht mehr angenommen werden können. Es ist nicht linear. Und genauso wird es beim Klimabereich sein. Das heißt, wir haben Kipppunkte, die angestoßen werden, wo wir katastrophale Veränderungen haben. Wir werden rechnen damit, dass die Meeresspiegel ansteigen, die Küstenstädte früher oder später in den Meeresfluten versenken. Wir rechnen damit, dass die Nahrungsmittelproduktion zusammenbrechen wird in einigen Bereichen der Region, dass wir Probleme haben, wirklich die Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Und einige Bereiche der Erde könnten so heiß werden, dass man dort nicht mehr überleben kann. Und einige Studien zeigen, dass wir bereits Mitte des Jahrhunderts 2-3 Milliarden Menschen auf diesem Planeten umsiedeln müssen. Und dann muss man sich einfach mal schauen, dann schauen wir mal irgendwo nach Moria. Das sind 15.000 Leute und wir sind nicht in der Lage, hier in Europa die zu verteilen. Und dann reden wir mal über 1 oder 2 Milliarden. Wie soll das funktionieren? Das wird unsere Gesellschaftssysteme an den Rand des Zusammenbruchs bringen. Und davor haben wir Sorge und das müssen wir dringend stoppen. Überschreiten und die Politik hat das beschlossen, aber sie handelt nicht. Das heißt, wir müssen 1,5 Grad halten und eins haben wir schon erreicht, ein ganzes Grad Erwärmung, das heißt, es ist nicht mehr viel Luft. Und das heißt, wann müssen wir klimaneutral werden und nach unseren Berechnungen etwa im Jahr 2035? Das heißt, wollen wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten, dürfen wir in Deutschland im Jahr 2035 kein Erdöl, kein Erdgas und keine Kohle mehr verbrennen. Das muss Gegenstand der Politik sein, die ja angeblich das Pariser Klimaschutzabkommen ernst meint. Wie kann man dann beschließen, bis zum Jahr 2038? Wenn wir 2035 klimaneutral werden müssen, wie kann man dann beschließen, bis zum Jahr 2038 noch Kohle abzubaggern? Das funktioniert nicht. Da ist ein Systemwiderspruch drin. Damit beerdigt die Regierung auch das Klimaschutzabkommen. Und das Absurde ist, wir brauchen die Kohle in der Menge gar nicht. Wir haben mal geschaut, bis jetzt hatten wir in Deutschland in diesem Jahr nur noch 21% Kohle im Strommix. Und die Bundesregierung meint, wir brauchen noch 18 Jahre, um diese 21% zu ersetzen. Das ist keine Vision, das ist eine Visionslosigkeit.
Das heißt, und dann setzen wir noch Milliarden an Subventionen für die Kohlekraftwerksbetreiber. In Spanien, in Frankreich, in Großbritannien gehen die Kohlekraftwerke vom Netz, nicht wegen Klimaschutz, weil sie sich nicht mehr rechnen. Und in Deutschland gibt es weiterhin Subventionen, dass wir die Kohlekraftwerke bis 2038 laufen lassen können. Stecken wir das Geld doch in den Ausbau erneuerbarer Energien und nicht in neue Subventionen für Kohlekonzerne. Werden noch ganze Dörfer weggebaggert. Ich hatte neulich mit Aktivisten zu tun aus dem Rheinland, die ihre Heimat verlieren, die weggesiedelt, umgesiedelt werden sollen und die jetzt vor das Verfassungsgericht gehen, weil wir davon ausgehen, dass das Ganze nicht verfassungskonform ist. Das heißt, es gibt ja konservative Politiker, die sagen, wir müssen hier unsere Heimat bewahren. Klimaschutz ist Heimatschutz. Dann müssen wir keine Dörfer wegbaggern, dann bleibt der Wald erhalten. Das heißt, liebe konservative Politiker, wenn ihr von Heimatschutz redet, dann macht Klimaschutz. Und wir wissen auch, was wir für den Klimaschutz tun müssen. Wir müssen die erneuerbaren Energien viel, viel schneller ausbauen. Wir gehen davon aus, dass wir etwa 5-mal so viel Solar- und Windräder pro Jahr zubauen müssen, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen. Das ist irgendwie der Gegenstand. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir kein Erdöl und Erdgas mehr verbrennen. Wir brauchen einen Stopp für den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen. Und was macht die Bundesregierung? Stattdessen wird eine neue Gaspipeline nach Russland gebaut, Nord Stream 2, die über 50 Jahre fossiles Erdgas noch nach Deutschland transportieren soll, bis zum Jahr 2070. Wie will man so klimaneutral werden? Das funktioniert nicht. Wir brauchen keine Gasleitung nach Russland, wir brauchen keine Flüssiggasterminals für Trumpsgas, wir brauchen erneuerbare Energien und zwar hier in Deutschland, ohne Abhängigkeit von Russland und den USA. Dabei stimmt das nicht. Die Photovoltaik ist mittlerweile die preiswerteste Art der Stromerzeugung hier in Deutschland und es wäre ein Jobmotor. Wir hatten im Jahr 2012 schon einmal 120.000 Leute, die in der Photovoltaik gearbeitet haben. Im Vergleich dazu in der Braunkohle gibt es gerade einmal noch 20.000 Arbeitskräfte. Was hat die Regierung gemacht? Der Photovoltaikzubau wurde auf 20% gedrückt und 80.000 Menschen haben ihren Job in der Photovoltaik von 2012 bis 2015 verloren. Diese Arbeitsplätze sind nicht weg, die sind jetzt in China. Das heißt, starten wir doch ein Konjunkturprogramm jetzt mitten in Corona, bauen wir die erneuerbaren Energien aus nach unseren Berechnungen. Wenn wir so viel Solarenergie bauen, wie wir für das Pariser Klimaschutzabkommen brauchen, sind das 200.000 neue Arbeitsplätze alleine in der Photovoltaik. Starten wir durch mit unserer Wirtschaft, starten wir durch mit dem Klimawandel. Das ist doch ein Programm, was Deutschland überall insgesamt weiterhilft. An die Leute, die Angst um ihren Arbeitsplatz hat, an die Kohlekumpels, ich kann das ja verstehen. Das heißt, sie haben Sorge, aber wir haben ja genug Arbeit. Wir wissen gar nicht, wie wir die Energiewende stemmen sollen. Deswegen, wir brauchen euch, aber ihr habt momentan den falschen Job. Und das ist die Aufgabe der Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass die Leute, die heute in den Branchen arbeiten, die klimaschädlich sind, neue Jobs in zukunftsfähigen Arbeitsplätzen kriegen. Und danke. Sie erlässt ein neues Erneuerbaren-Energien-Gesetz, das EEG. Man hat es überarbeitet. Was hat man gemacht? Man hat nun neue Zubaukorridore für Solar- und Windenergie beschlossen. Man hat sie leicht erhöht. Und mit dem jetzigen Tempo brauchen wir etwa 70 bis 80 Jahre, um klimaneutral zu werden. Herr Altmaier verspricht aber im gleichen Gegenzug 3 Tage vorher, er tut alles für das Klima. Wir werden klimaneutral bis 2050. Das ist schon eine Politik, wie wir sie von Donald Trump kennen. Auf der einen Seite irgendwas versprechen und auf der anderen Seite genau das Gegenteil machen. Das heißt, wir brauchen Gesetze, die wirklich den Klimaschutz ermöglichen und nicht verhindern. Und das fordern wir wirklich jetzt demnächst von der Bundesregierung ein, wenn wieder auch Wahlen sind. Stadt, die den Klimanotstand beschlossen hat. Deswegen auch nochmal Hut ab vor allen, die hier sich dafür eingesetzt hat und stark gemacht haben, dass das so weit gekommen ist. Nur Berlin ist auch gefolgt.
in allen Städten so richtig viel passiert ist leider nicht. Das heißt, das sind schöne Worte, die wir entsprechend hören. Und es tut sich relativ wenig. Sachen, die man sowieso beschlossen haben, werden dann als Klimagesetze oder Klimaausgaben tituliert. Hier in Konstanz sind demnächst Wahlen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt bei den nächsten Wahlen auch wieder das Thema Klimaschutz nach oben machen. Macht hier in Konstanz die nächste Wahl zur Klimawahl. Sorgt dafür, dass Leute zu sagen haben, die wirklich sich für den Klimaschutz einsetzen, auch in der Bundespolitik. Nächstes Jahr ist die Bundestagswahl. Ich glaube, das ist die entscheidendste Wahl. Und da könnt ihr auch relativ viel tun. Es gibt ja auch eine neue Aktivität Schwarm for Future. Da ist die Idee, geht zu euren Abgeordneten, nervt sie, schreibt ihnen E-Mails, schreibt ihnen Briefe, geht in die Bürgersprechstunden der Bundestagsabgeordneten, die wollen wiedergewählt werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, jetzt ein Signal zu setzen, fragt sie, was sie für den Klimaschutz tun und erklärt ihnen, wenn sie sich nicht dafür einsetzen, dass das gemacht werden muss, was das Pariser Klimaschutzabkommen braucht, dass ihr ihnen die Stimme nicht geben wollt. Und viele von euch werden auch demnächst 18 oder ihr habt Eltern, nehmt sie mit, erledigt das und lassen uns die nächste Wahl wirklich zur Klimawahl machen. Dann haben wir eine realistische Chance, hier Deutschland zukunftsfähig zu machen und die Klimaziele einzuhalten. Dankeschön. Ja, wir haben zu danken.